Hallo meine Lieben, ich zeige euch schnell, wie man eine Airbrush-Pistole sauber macht. Und das geht ganz einfach. Und zwar war damals in meinem Set dieser Clean Pot dabei. Und den habe ich jetzt schon fertig. Habe auch schon Wasser drin. Und hier noch meine Airbrush, die mache ich jetzt eben sauber. Und da gibt es dazu so einen Reiniger. Ihr könnt aber auch Glasreiniger nehmen. Aber wenn es geht, nicht jeden, weil es kann passieren, dass ihr dadurch dann eure Dichtungen dann so kaputt macht. Deswegen benutzt entweder den Glasreiniger mit diesem Frosch oder von Ajax Dreifach. Das könnt ihr dann benutzen. So, dann tue ich jetzt hier bei mir ein bisschen von diesem Reiniger rein. Es gibt auch hier diese kleinen Pipetten dabei. Aber so geht's auch. Müsst ihr nur vorsichtig sein. Nicht so viel. So. Dann habe ich hier so einen alten Pinsel. Damit könnt ihr dann hier oben rein. Und das alles lösen. So. Und wenn ihr das dann habt, dann tut ihr einfach eure Pistole hier oben rein und dann sprüht ihr den Rest einfach aus. So, dann habt ihr dann schon mal, kann man das jetzt sehen? Hier solche Reste drin und die könnt ihr dann mit klarem Wasser einfach ausspülen und nochmal aussprühen. Und dann gibt es noch dabei, Moment, hier so ein, ja, auch so ein Pinsel, das ist genau dieser gleiche Reinigungsmittel drin. Und das kann man hier oben drehen. So. Und dann kommt hier oben schon ein bisschen Flüssigkeit raus und dann könnt ihr hiermit auch nochmal da so durchgehen. So. Und dann tut ihr wieder ein bisschen was davon rein. So. Nochmal mit dem Pinsel durch. Und dann sprüht ihr das Ganze wieder aus. So, und wenn ihr das dann soweit ein bisschen ausgesprüht habt, dann macht ihr hier hinten das auf. Löst die Schraube und dann zieht ihr die Nadel da durch und wie ihr sehen könnt, ist überall noch Farbe dran. Dann nehmt ihr euch so ein Tuch und dann zieht ihr die einfach so da durch, sodass die ganze Farbe ab ist. So. Aber passt auf, nicht, dass ihr euch die nachher kaputt macht. So, und dann einfach wieder hier hinten reinschieben. Das Schräubchen nicht vergessen festzuschrauben. Und wieder zumachen. So, dann könnt ihr nochmal mit diesem Reiniger nochmal da durch. So, und wenn ihr das dann habt. Und da ist auch wirklich keine Farbe mehr drin. Dann ist eure Pistole sauber. Dann könnt ihr die auch direkt wieder benutzen. Ja, und das war's dann. Jetzt sprühe ich das hier eben noch aus.
So, dann nehme ich meistens mal hier so ein Tuch. Und dann gehe ich damit hier oben nochmal rein, damit die auch schön sauber ist. So. Vorne auch nochmal, damit auch wirklich keine Farbe mehr dran ist. So. Und wenn ihr dann auf eure Hand drauf sprüht und da kommt keine Farbe mehr raus und auch kein Wasser, so wie bei mir jetzt, dann ist eure Pistole fertig und sauber und könnt ihr dann fürs nächste Mal benutzen. So einfach und so schnell geht das. Man kann die auch ganz auseinandernehmen und ein Ultraschallreinigungsgerät tun, aber das mache ich jetzt nicht, weil da tue ich mich noch ein bisschen schwer bei. Und ja, so schnell geht das, so schnell geht die sauber. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.